Demut, der vergessene Weg zur Erweckung. Ein schwieriges Thema, ein Thema, was mich aber schon lange, lange beschäftigt. Ein Thema, was an die Nieren geht, ein Thema, was sehr praktisch ist. Wir wollen heute keine Theorie nur hören, weil das hilft uns nicht sonderlich weiter. Christen sind ja Praktiker. Christen gehören nicht zu den Diplom-Theoretikern. Die sind auch notwendig. Aber ich liebe mehr, weil mein Vater auch eine Firma hat und weil ich zuerst einen praktischen Beruf auch gelernt habe, ich liebe die Praxis. Demut, der Weg zur Erweckung. Erweckung, wir haben schon vieles gehört. Was ist das? Nur zwei Gedanken, gleich am Anfang. Erweckung ist die Bekehrung eines sündigen oder gleichgültigen Christen. Die Betonung liegt auf Christen. Gott fängt immer bei Erweckung, in der Regel bei Christen an. Die Bekehrung eines sündigen oder gleichgültigen Christen. Eine zweite Vorbemerkung, Erweckung ist ein plötzlich vernommener Ruf zur völligen Hingabe an Gott. Ich kann nicht anders, ich muss mich Gott, ich muss mich Jesus ganz und gar mit Haut und Haaren ausliefern. Mir wird so groß, ja, was ich bin, ein erbärmlicher Sünder, und wie groß, wie liebevoll, wie barmherzig Gott ist. Ich möchte uns heute Nachmittag Mut machen zu diesem Thema. Wähle das Leben in der Demut zur Erweckung. Ohne Demut gibt es auch keine Erweckung. Was bedeutet das denn für mich, für dich? Demut bezeichnet die Haltung des Geschöpfes zum Schöpfer. Es beschreibt das Verhältnis vom Diener zum Herrn. Gott hat das ganze Universum gemacht, nicht nur Himmel und Erde. Er hat uns geschaffen. Er hat geschaffen aus dem Nichts. Gott ist allmächtig, allgegenwärtig, allwissend. Demut bezeichnet die wahre Selbsteinschätzung gegenüber Gott, dass wir so klein sind. So klein, wirklich klein und total abhängig von ihm. Nur Gott könnte sofort das Licht bei uns ausschalten. Und wir wären nicht mehr. Ist uns das bewusst? Wenn einer hier rausgeht, den Lichtschalter ausmacht, dann ist aus. Manche haben das erlebt. Da war plötzlich ein lieber Mensch nicht mehr da. Mein Bruder, 5 Jahre jünger, wie ich, der jüngere Bruder, der lebt ja noch. Auf einmal kriegt er einen Schlaganfall. Ist jetzt zur Zeit in der Reha. Habe ihm vorhin noch eine WhatsApp geschrieben, dass ich für ihn bete. Ich hoffe, dass er sich wieder ganz in die Nachfolge Jesu stellt. Wir sind abhängig von ihm. Ich bin total abhängig von Gott. Nicht Gott braucht mich, sondern ich brauche ihn. Ich brauche ihn, du brauchst ihn. Wie geht das? Was bedeutet das? Na, Jesus. Da muss unser Fokus drauf gesetzt werden. Jesus, das Kreuz. Die Bibel spricht vom Kreuz von Jesus und die Bibel spricht von den Menschen. Die Menschen, die möchte Gott ja bei sich haben. Menschen müssen zum Kreuz kommen. In einer Erweckung, da geht es nicht in erster Linie um mich. Ja, ich. Natürlich will Gott dich als sein Werkzeug oder als
ja, das Riedchen in seinem Riederwerk gebrauchen. Oder wie heißt es heute, als Platine da in, auf der Festplatte, wie auch immer. Ich bin kein Elektroniker. Aber es geht nicht um mich, es geht auch nicht um andere. Manchmal sind die Verkündiger so engagiert und sie wollen angesehen sein bei anderen. Oh, ich habe so und so viele Zuhörer gehabt, es haben sich so und so viele bekehrt. Es geht um andere Menschen, aber um andere Menschen, die gerettet werden müssen. Es geht um Jesus und um andere Menschen, die gerettet werden müssen. Und da hat das Ego keinen Platz. Egoismus oder Demut? Das ist die entscheidende Frage heute Nachmittag bei unserem Thema. Was willst du? Da gibt es Leute, die sagen, junge Leute, ich will doch nicht unterm Teppich gehen. Ich lasse mich doch nicht klein machen. Stellt euch vor, wir haben wieder Bundestagswahl und da wird eine neue Partei gegründet. Die Partei der Demut, die Partei der Demütigen. Wie viel Prozent würde diese Partei bekommen? Ich denke, die hätte kaum eine Chance. Und ich denke, die Partei der Demütigen ist auch in den Gemeinden, in den christlichen Werken, überhaupt bei den Christen sehr, sehr klein. Ich will dir eines sagen, wenn Gott in deinem Leben Erweckung schenken soll, dann wähle nicht den Egoismus, sondern die Demut. Ich werde nachher noch erklären, wie komme ich, so etwas zu sagen. Etwas wird schon deutlich bei meinem ersten Punkt. Demut führt in die Buße von Stolz und Überheblichkeit. Und in sämtlichen Erweckungsbewegungen spielte Buße immer mit die entscheidende Rolle. Und nur Demut, Einsicht, milde ausgedrückt, führt zur Erweckung. Weg vom Stolz, weg von Überheblichkeit. Und da muss man lernen, seine Knie zu beugen. Billiger kriegen wir das nicht. Manche sagen, ja, es reicht auch, der Zöllner, der tat es ja, Herr, sei mir Sünder gnädig. Ich denke, Gott wird nie eingebrochen. Der sagt, oh Gott, ich danke dir, wie super du mich gebraucht hast, wie wunderbar bin ich doch, was für ein herrliches Werkzeug. Pharisäer! Stinkende Pharisäerworte. Die gefallen Gott nicht. Wir brauchen eine demütige Herzenshaltung. Demut ist das Gegenteil von Hochmut, von Egoismus. Wähle die Demut, nicht den Egoismus, wenn du Erweckung willst. Schauen wir uns mal um in Gemeinden unter Christen, aber schauen wir doch zuerst auf uns selbst. Ich will nicht für andere predigen und nicht selber verwerflich werden, aber ich muss es hier nennen. Aber ich meine mich zuerst. Wir sehen uns nach Erweckung. Das ist das Thema unserer Konferenz. Aber wie viel Stolz, wie viel Hochmut, wie viel Arroganz, wie viel Selbstbezogenheit, Eigenwillen, Egoismus gibt es unter den Gläubigen, auch unter Pastoren, Predigern und sogar unter Missionaren und Evangelisten. Zank, Streit, Rechthaberei, wie viel heimlich verborgene Sünde gibt es in der Gemeinde? Wir haben, denke ich, großen Mangel an Sündenerkenntnis und Sündenbekenntnis. Bin ich bereit, in der Demut zu lernen?
Lies mal die Sprüche. Gott belohnt nicht den Hochmütigen, sondern den Demütigen, dem gibt er Gnade. Von Jesus. Da können wir lernen. Es gibt, denke ich, keinen Menschen, wo man mehr lernen kann über Demut als von Jesus. Wir wissen natürlich von Mose. Mose war der demütigste Mensch. Mose, der hatte dazugelernt. Am Anfang der Ägypter. Aber Mose musste lernen. Daniel, ein Beter, ein demütiger Mann. Aber am meisten kann ich von Jesus lernen. Wir lesen in Philipper 2, 1 bis 5. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne aufschlagen. Da heißt es, wenn es nun bei euch irgendeine Ermahnung in Christus gibt, irgendein Trost der Liebe, irgendeine Gemeinschaft des Geistes, irgendeine herzliche Liebe, Barmherzigkeit, dann erfüllt meine Freude, dass ihr gleichgesinnt seid, dieselbe Liebe habt und einmütig auf ein Ziel bedacht seid. Meine Übersetzung ist ein klein wenig anders, damit ihr auch dann gut mitlesen und vergleichen könnt. Es geht weiter ab Vers 4 gleich, aber vielleicht ein paar Gedanken dazu. Es geht hier um die Gesinnung Jesu, Demut. Es geht um das Leben als Christ im Alltag. Herzliche Liebe, eines Sinnes. Einmütig, nicht eigene Ehre, sondern Demut, nicht eigennützig, sondern dem anderen dienen. Leben nach der Gesinnung Jesu. Weiter ab Vers 3. Tut nichts aus Streitsucht oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und jeder sehe nicht auf den eigenen Vorteil, sondern auf das, was dem anderen dient. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Und die nächsten Verse kennt ihr. Was für eine Qualitätsnorm, so gesinnt sein, wie Jesus auch war, der den Himmel verließ, der sich entäußerte, der Mensch wurde als der heilige, gerechte Gott, um uns zu retten, um uns zu erlösen. Was für eine Bescheidenheit, Erniedrigung. Demut, das ist gefragt. Demut und nochmal Demut. Demut ist Sanftmut und Bescheidenheit. Diese findet man sehr spärlich gesät unter den Predigern und Dienern Gottes, unter Pastoren und christlichen Leitern. Ein zweiter Gedanke, der Demütige, er weiß, er ist durch und durch auf Gottes Gnade angewiesen, auf das Wirken des Heiligen Geistes. Ich kann nichts. Aber ich kann alles durch Jesus. Ich habe nichts. Wer hat das gesagt? Ich glaube, Heinrich Kemner. Wir sind habe nichts. Was haben wir denn zu Gott zu bringen? Nichts. Ein Riesenpaket, ein Riesenrucksack mit Sünde, mit Schuld. Schlimme Auswirkung der Trennung der Sünde, vielleicht theologisch richtig bleiben, von Gott. Demut. Ein gewaltiges, ein sehr hohes Qualitätsmerkmal. Sie sollte es sein. Unsere Beziehung zu Gott sollte von Demut geprägt sein, auch unsere Beziehung zu anderen Menschen. Ich habe leere Hände. Ist dir das bewusst? Dann sag es dir doch mal innerlich, wenn du ein Macher bist. Ich habe leere Hände. Nichts hab ich zu bringen, alles, Herr, bist du.
Das ist eine Wahrheit in diesem Lied. Leere Hände. Gott will meine Hände reinigen. Und Gott will meine Hände füllen, damit ich das Gute, was er mir schenkt, an anderen weitergeben kann. Wir sind so begrenzt. Demut ist, sich der eigenen Grenzen bewusst zu sein. Aber Gott lässt uns ja nicht hängen. Gott will uns gebrauchen. Gott will uns ja als seine Werkzeuge, als seine Boten einsetzen. Und Gott wirkt. Gott wirkt. Aber in erster Linie durch Demütige, die ihm vom ganzen Herzen dienen wollen. Gott wirkt durch sein Wort und seinen Geist. Wenn wir dieses Wort verlassen, dann sind wir auf dem absteigenden Ast. Ich könnte unsere verschiedenen Gemeinden, Kirchen, Freikirchen jetzt auch beschreiben, aber das will ich nicht, das ist heute nicht mein Auftrag. Aber Kirchen, Freikirchen, die den Boden der Bibel verlassen haben, sie sind auf dem absteigenden Ast. Wenn dieses nicht mehr von vorne bis hinten Gottes Wort ist, können wir nach Hause gehen. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, von Gott gehaucht. Theopneustos, Timotheusbrief, das ist unsere Grundlage. Und Gott, was macht er mit diesem Wort? Das ist ja nicht nur toter Buchstabe, sondern Gott macht dieses Wort lebendig, lebendig durch seinen Geist in meinem praktischen Alltag. Wenn ich predige, predige ich immer zuerst für mich. Wenn ich nicht danach lebe, dann kann ich zu Hause bleiben. Habt ihr das schon mal erlebt? Wenn Gott durch sein Wort zu uns spricht, das kann manchmal sein, als wenn ich eine elektrische Leitung berührt habe. Mann, das durchzuckt mich. Manchmal ist Gottes Wort ein unwahrscheinlicher Trost in tiefen Situationen. Gott hat mich manchmal durch sein Wort getröstet, wo Gott mir in schwierigen Situationen gesagt hat, Corrie ten Boom hat das auch so erlebt, lass dir lieber Unrecht tun. Ich brauche nicht als Richter und Rächer womöglich auch auftreten. Ich weiß, Gott meint es immer gut mit mir. Gott hat mir seine Grundlage gegeben, sein Wort. Das möchte ich niemals verlassen. Wenn ich irgendwo unterwegs bin, niemals eine Reise ohne Gottes Wort. Es soll ja Christen geben, die fahren in Urlaub ohne die Bibel. Ich verstehe das gar nicht. Wenn sie dir alle Bücher wegnehmen und du darfst nur ein Buch behalten, das wäre für mich ganz klar die Bibel, Gottes Wort. In der ehemaligen Sowjetunion, da hat man die Bibel abgeschrieben, mehrfach weitergegeben, weil es keine Bibelübersetzungen gab. Und wir haben vielleicht 15 oder 20 Bibeln zu Hause und andere haben keine. Viele haben Gottes Wort auswendig gelernt und haben dann Gottes Wort einfach gesagt in den Gefängnissen. Wir müssen so dankbar sein. Aber lasst uns demütig bleiben. Wir sollen Praktiker sein. Wir haben gelesen, er tut nichts aus Eigennutz und eitler Ehre, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Demut befreit von der Konzentration auf das eigene Ich. Demut richtet meine Blicke auf Gott und auf meinen Nächsten. Weil es war keiner so für die Menschen da. Mutter Teresa wurde genannt. Ich weiß ja nicht, ob sie je bekehrt wiedergeboren war. Ich weiß es nicht. Aber sie hat unwahrscheinlich viel Gutes getan. Gewaltig. Aber Jesus hat das Beste für die Menschen getan. Er gab aus Liebe sein Blut und Leben für uns, damit wir gerettet werden. Und wer das erfahren hat, der muss es einfach weitergeben. In aller Bescheidenheit und Demut. Die Menschen lesen ja die Bibel, aber sie lesen die Bibel an uns. Ob wir immer die Ersten sein wollen, ob wir immer hier vorne an sein wollen. Demut befreit von der Konzentration auf das eigene Ich. Demut
ist das Gegengift des Stolzes. Echte Demut führt zur Buße und ins Gebet. Echte Demut führt weg vom Egoismus. Echte Demut führt in die Gesinnung Jesu. Wir haben es doch oft genug erlebt, auch in unserer Geschichte, Kirchengeschichte. Hochmut und Selbstsucht machen den Menschen blind und engstirnig, kalt, berechnend, nur auf den eigenen Vorteil bedacht. Überheblichkeit, Lieblosigkeit sind Eigenschaften, die sogar das Zusammenleben in der Gemeinschaft zerstören. Und das geschah leider, leider immer wieder auch in Erweckungsbewegungen. Wir wollen nicht nur das Positive sehen aus den Erweckungsbewegungen. Ich denke, Gott hat Gewaltiges getan. Hätte es in den USA nicht so massive Erweckungsbewegungen gegeben, wo wäre Amerika? Wo wäre England? In Frankreich gab es keine Erweckungsbewegung. Ich habe mich viel mit Erweckung auseinandergesetzt, vieles gelesen. Französische Revolution, Napoleon, grausam. Ganz wenige Christen in Frankreich. Ich denke, Gott hat den USA und auch England gewaltige Chancen gegeben in den großen Erweckungsbewegungen. Leider, leider ist nicht mehr so viel übrig geblieben. Aber Krisen des Hochmutes, des Stolzes, des Egoismuses, der Streiterei, des Zankes gab es damals auch in Erweckungsbewegungen. Und manche Erweckungsbewegungen, sie ebbten sehr, sehr schnell ab. Und der Grund war, ja, ich will, der Hochmut, den anderen ausboten. Ich denke an eine Erweckungsbewegung, ich will ganz bewusst keine Jahreszahl sagen, auch keine benennen. Wer sich auskennt, vielleicht kommt er da drauf. Es gab Erweckungsbewegungen, ja, da hat man den einen Prediger nicht nur ausgeladen, man hat ihn ausgesperrt. Der durfte nicht mehr in den Versammlungsraum, weil er besser war wie der eigene Pastor. Das gibt es unter Verkündigern. Man hat ausgegrenzt. Und nach 2 Jahren war die Erweckung vorbei. Oder eine Person hatte die Führung übernommen. Und auch dort war nach kurzer Zeit die Erweckung ausgelaufen, vorbei. Gott hat Gewaltiges getan, aber es hat er nicht lange angehalten, weil es Rangkämpfe gab. Aber ich will das Positive sehen. Was hat Gott getan? Durch seine Gnade in Erweckungsbewegungen. Ganze Gesellschaften wurden verändert und wir können dazu beitragen. Ein dritter Gedanke, jeder Christ kann in der Demut leben und einen Beitrag für Erweckung bringen. Willst du deinen Beitrag bringen? Ich bitte dich, versteh mich richtig, aber ich bitte dich, die Bibel spricht davon, demütige dich vor Gott. Nur so kann Gott einen geistlichen Aufbruch schenken. Egoismus, Hochmut, mangelnde Demut sind das größte Hindernis für einen geistlichen Aufbruch. Eine harte Aussage. Manchmal schenkt Gott auch in seiner Gnade das so, dass er einen ganz starken Dominanten gebraucht. Aber dann kann ich nur sagen, es war Gottes Gnade. Es hatten sich damals auch Leute bekehrt, durch diesen einen Mann. Er verfiel dem Alkohol. Er wurde zum Alkoholiker. Man hat ihn mit Gewalt nüchtern gehalten. Und dann predigte er und Menschen bekehrten sich. Da kann ich nur sagen, Gottes Gnade. Gottes Gnade. Aber Gott kann mehr bewirken, wenn wir auf uns schauen und auf Jesus. In Demut. Achte einer den anderen höher an als sich selbst.
Jesus, er entäußerte sich und er nahm Knechtsgestalt an, um uns zu erlösen. Ich weiß, vielen gefällt ja diese Botschaft nicht. Ich weiß, heute wird gesagt, ja, das Selbstbewusstsein muss gestärkt werden. Ich will keinen platt machen. Ich bin etwas, aber nur durch Jesus. Jesus ist immer noch dabei. Er lehrt mich, richtig zu denken, zu reden und zu handeln. Aber ich bin immer noch auf seine Hilfe angewiesen. Erweckung fängt wie eine kleine Pflanze an zu wachsen. Aber sie wird getragen durch Demut, Buße und Gebet. Glaubst du das? Ich habe viel darüber gelesen, über Erweckung. Auch die Bibel spricht davon. Wir wissen doch, Hochmut und Stolz, da können wir den Krieg Gottes nicht gewinnen. Ich liebe alte, konservative Gemeinden. Ich freue mich, das, was in modernen Gemeinden geschieht, gewaltig, auch wenn diese erwachsen. Aber manchmal ist da so viel Arroganz und Stolz und Hochmut. Ja, wir können, wir machen. Lass Jesus machen und lass dich gebrauchen als sein Werkzeug. Klar, das tut gut. Wenn jemand einem auf die Schulter klopft, hast du gut gemacht. Das braucht der andere auch mal, dass man ihn ermutigt. Wer keine Ermutigung bekommt, der wird krank. Der geht kaputt. Wir brauchen Ermutigung. Ich will nicht einseitig in einer Richtung abdriften. Aber mit Demut kommen wir weiter. Jesus hat es uns doch eine vorgemacht. Der Demütige weiß, ich bin auf Gottes Gabe und Gnade angewiesen. Demut ist auch gefährlich. Wir haben es in einem Bibelvers gehört von Beat. Da spitzen sich sofort meine Ohren. Habe ich mir hier auch aufgeschrieben. 1. Petrus 5,5. Alle aber miteinander, haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und das möchte ich nicht. Möchtest du das? Dass Gott dir widerstehen muss, weil du hochmütig bist? Den Demütigen gibt er Gnade. Den Demütigen. Demut bedeutet Mut zum Dienen. Nach dem vorbildlichen Beispiel Jesu, er wusch nicht seinen Jüngern den Kopf, er wusch seinen Jüngern die Füße. Das Problem ist die Rechthaberei. Wenn es in Rechthaberei geht, kommt es zu Spaltungen, zu Zank und Streit und die Erweckung geht zu Ende, bevor sie richtig angefangen hat. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes und Gott wird euch erhöhen. Zu seiner Zeit, vielleicht erst im Himmel. Ich weiß nicht, was für einen Platz du im Himmel einnehmen wirst. Aber ich vermute, vielleicht werden die Demütigen ganz vorne sitzen. Ich weiß nicht, wie Gott das macht. So manch ein Stolzer wird gar nicht ans Ziel gelangen. Hochmut hat keinen Platz im Himmel. Nicht Jesus ergriff die Partei der Demütigen. In seiner Nähe fanden sich die Armen, die Leidtragenden, die Kranken. Nicht die Starken, sondern die Schwachen. Haltet fest an der Demut. Haltet fest an Jesus. Vielleicht gründen wir innerlich diese Partei der Demütigen. Will richtig verstanden sein. Bitte nicht bei der nächsten Bundestagswahl anmelden. Wir haben sowieso keine Chance.
Aber Gott kann etwas bewirken. Und eines habe ich von Russlanddeutschen gelernt. Ich habe viele, viele Demütige gelernt. Sie waren wesentlich bescheidener und demütiger wie die Hiesigen, wie man so schön sagt. Klar, da sind auch Macken zu finden. Ich weiß noch, dass eine Zeugnis in unserer Gemeinde, ein Gemeindemitglied, er schrieb ein Buch über seinen Vater. Und sein Vater, er verteidigte sich nicht. Er kämpfte nicht dagegen. Er ließ es einfach geschehen. Nach dem Motto, lasst euch lieber Unrecht tun. Demut schenkt geistliche Aufbrüche und verändert Menschen, Gemeinden, Dörfer, ganze Gebiete. Demut, ne, treibt uns zu den Armen. Was ist in England unter den Armen geschehen, unter William und Catherine Booth? Sie haben nicht den Nobelpreis dafür bekommen. Nicht Orden und Ehrenabzeichen. Aber die Liebe Jesu, die Selbstlosigkeit trieb sie zu den Armen, um den Ärmsten der Armen zu helfen. Sind wir bereit dazu, auch denen zu helfen? Oder trampeln wir noch auf jemand, der schwach ist, obendrauf? Demut verändert Situationen. Was haben wir gelesen? Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient, was dem anderen hilft. Hilf dem anderen, reiche ihm die Hand. Demut führt zur Liebe und Einheit. Das ist ein Schlüssel. Oft beten wir, Vater, mach uns eins, wir singen auch. Wir müssen von uns selber wegsehen. Und dann geschieht das, dass wir uns einander die Hände reichen, dass wir zusammenstehen. Die Gemeinde in Jerusalem, sie stand zusammen. Dieses Prinzip ist nicht möglich nachzuahmen. Aber jeder sagte ja, was ich habe, das ist nicht meins, das gehört uns. Jeder Christ kann in der Demut leben und wachsen. Was hat Jesus gesagt in Matthäus 11, 29? Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wer kann das von sich sagen? Wer das von sich sagen kann, der hat jetzt Pause. Der kann jetzt an der frischen Luft gehen. Wer kann von sich sagen, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig? Ich kann es von mir noch nicht sagen. Ich bin auf dem Wege mit euch. Gott will uns Frieden schenken, Ruhe. Gott will uns ein Segen werden lassen für andere. Ich möchte dich bitten, vergleiche dich nie mit anderen Menschen. Jeder Mensch ist unvergleichlich, einmalig. Jeder Mensch ist von Gott besonders geschaffen, besonders berufen. Dieses Vergleichen, das sind oft Gifte. Auch wenn der andere besser ist wie ich, wenn sich bei dem anderen mehr bekehren, wenn der andere mehr Evangelisationen hat, wenn bei dem anderen mehr in die Seelsorge kommen. Das ist Neid. Das kann krank machen. Das kann bis zur Verachtung gehen. Eitelkeit. Freue dich über das, was Gott durch den anderen tut. Freue dich. Das ist ein Lernprozess über das, ja, was Gott bewirkt, auch durch andere Missionswerke, durch andere Gemeinden, durch andere Evangelisten. Das Entscheidende ist doch nur, dass mehr in den Himmel komme. Sollen wir uns da nicht freuen? Im Himmel ist doch auch Freude über einen Sünder, der Buße tut. Und wenn er auch von der sogenannten Konferenz ist, von der sogenannten Konkurrenz, freu dich mit, wenn deine Nachbargemeinde wächst, wenn sie Evangelisation hat und wenn die Nachbargemeinde deine Gemeinde überholt. Freu dich doch mit.
Ist nicht leicht als Pastor. Ist nicht leicht, wenn die Leute erzählen, oh, da war Evangelisation, da haben sich aber Leute bekehrt, da kamen die Leute in die Seelsorge. Und bei mir waren nur zwei. Einer hat sich bekehrt, einer hat einen Neuanfang gemacht. Und der andere hat 30 gehabt oder 50. Ein vierter Gedanke, Demut ist Voraussetzung, damit Gott unser Gebet für Erweckung erhört. Luther sagt, Demut ist die feinste, lieblichste Tugend der Liebe. Gott soll doch unsere Gebete erhören. Aber das sind Barrieren. Ich habe gesagt, Stolz, Egoismus, Schuld, Sünde, Hochmut. Ja, wie kann Gott da unsere Gebete erhören? Worum geht es eigentlich? Ganz einfach. Es geht nicht um mich, es geht um Jesus. Nicht ich und nochmal nicht ich, sondern Jesus. Und Jesus, er wohnt in deiner Mitschwester, in deinem Mitbruder. Klar, er wohnt auch in mir. Aber gönn doch dem anderen den sogenannten Erfolg, wenn er mehr erreicht wie du. Es geht nicht um dich. Du sollst dich einbinden lassen als Gottes Werkzeug. Aber es geht um Jesus. Wie kommen wir jetzt zur Demut? Wie kommen wir raus aus dem, was uns träge macht, was uns lähmt? Wie kommen wir raus aus unserer Selbstbezogenheit, aus unserer Sünde, damit Gott Erweckung schenken kann? Noch einmal, ich fasse so ein bisschen zusammen, was führt zu einer Erweckung? Ein paar Punkte dazu. Demut. Demut und nochmal Demut. Gebet. Gebet und nochmal Gebet. Sündenerkenntnis. Erweckung ohne Sündenerkenntnis gibt es nicht. Und Sündenbekenntnis. Billiger kriegen wir das nicht. Noch einen Schritt weiter. Das mögen wir gar nicht. Zerbruch. Zerbruch. Loslassen. Radikal loslassen. Nur Jesus. Abbrechen mit den lähmenden Dingen, die mich gefangen nehmen, die mich gefangen halten. Und dann Buße. Umkehr. Durch und durch. Weg. Raus aus dem alten Leben, aus den alten Gewohnheiten, hin zu Jesus. Ich möchte praktisch werden. Ich will nur ein paar Dinge weitergeben. Wenn Gott Erweckung schenken soll, dann muss ich diese Frage stellen. Wohin? Mit meiner, wohin mit deiner Schuld? Wohin? Mit deinem Egoismus, mit deiner Lieblosigkeit? Ich muss dich fragen. Und ich muss mich fragen, stellen wir uns gerne in den Mittelpunkt. Sind wir zu anderen Menschen wirklich liebevoll? Wie sieht es aus mit unserer Kritik, mit unserer Geschwätzigkeit? Suchen wir das Negative beim anderen? Sehen wir Gutes oder Schlechtes? Wenn wir auf der Negativseite sind, ja, wie kann Gott dann Erweckung schenken? Das geht doch gar nicht. Ungehorsam, Eigenwille. Befolgen wir Gottes Wort? Und jetzt etwas, was ganz Gefährliches. Gehorchen wir der Gemeindeleitung? Ich meine nicht, wenn sie den Boden der Bibel verlassen, da müssen wir etwas sagen. Aber und schmeckt die Gemeindeleitung nicht, weil sie im Stil, in den Formen anders sind und schon rebellieren wir. Haben wir etwas verpasst? Haben wir verpasst, anderen Menschen etwas Gutes und Liebes zu tun? Geh mit deiner Schuld und Sünde zu Jesus, zum Kreuz, demütige dich vor Gott. Billiger, leichter
bekommen wir das nicht. In der Offenbarung, da lesen wir, Kapitel 3, Vers 17, die Gemeinde von Laodicea, sie sagt, ich bin reich und ich habe gar satt und bedarf nicht. Wer stolz ist, der sagt, ich brauche Gott nicht. Ein stolzes Herz ist dem Herrn ein Greuel. Ich kann es euch nicht anders sagen. Der Kampf ist da. Der Kampf wird kommen im Alltag. Und ich habe mir gesagt, lass dir lieber Unrecht tun. Nimm natürlich deine Verantwortung wahr. Der Kampf wird kommen, auch wenn du wegkommst. Der Kampf wird kommen um die Mitte. Pass auf, dass du Jesus nicht aus dem Zentrum verlierst. Aber mit Jesus kannst du Siege erringen. Das eigene Ich darf nicht mehr im Mittelpunkt sein. Im praktischen Alltag. Nimm Jesus immer wieder ins Zentrum des Lebens hinein. So kann dich Gott in deinem Ort, an deinem Platz, in deiner Gemeinde für einen erwecklichen Aufbruch gebrauchen. Gott kennt doch unser Herz. Er möchte, dass auch wir wissen, was in der Tiefe unseres Herzens ist. Es ist nichts Gutes, gar nichts Gutes. Aber Jesus reinigt, erfüllt mit Liebe, mit Sanftmut, mit Demut. Woran erkennt man wahre Demut? Wahre Demut führt dazu, dass man seine Sünden und Fehler erkennt und auch in Ordnung bringt. Da gibt es manche, die sagen, ja, oh, der liebe Herr Jesus, der ist ja so gut, er vergibt immer wieder. Was hat Zachäus gemacht? Er hat die Hälfte seines Besitzes, das er ergaunert hatte, den Armen gegeben. Er hat vierfach das zurückgegeben, was er illegal auf krummen Touren sich ergaunert hat, erwirtschaftet hat. Jesus, er gebraucht nur den Demütigen für eine bleibende Erweckung. Ich möchte schließen mit einem Bibelwort, was wir alle kennen, dieses Erweckungsbibelwort aus dem Alten Testament, aus 2. Chronik 7, Vers 14. Und wenn mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so, nur so, will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Wenn mein Volk sich demütigt, schaut doch nach vorne, demütigt. Du kannst es annehmen oder einfach so nach Hause gehen. Jesus ist mein Retter. Jesus hat für mich alles getan. Er ging den untersten Weg, er erniedrigte sich, er ging den Weg des Kreuzes. Und deshalb will ich weitergehen an seine Hand und meinen bescheidenen Beitrag zu einer Erweckung, zu einem erwecklichen Aufbruch geben, wenn Gott dazu Gnade schenkt. Amen.